Hallo, wir sind Wiebke und Knut und das im Hintergrund, das ist unser Womo. Genau, und damit tingeln wir durch die Welt und Europa, so oft die Zeit uns das erlaubt. Ja, und wenn wir auf Tour sind, dann ist das bei uns klar geregelt. Wiebke fährt und Knut kocht. So, und wie geil das ist, im Camper zu kochen, das wollen wir euch mit Paul Camper zusammen zeigen. Genau, und ich zeige euch, wie man das einfach alles aufisst. Das ist ein Plan, auf geht's! So ihr Lieben, das ist genau das, worum es uns beim Campen geht, so eine Aussicht zu haben. Da vorne ist ein kleiner Stellplatz, 5 Buchten und wir stehen hier 80 Meter über dem Meeresspiegel auf einer Klippe. Fantastisch. Ja, extraordinär. Und genau, und gestern waren wir in Saarbrück auf dem Wochenmarkt, ein ganz toller, großer Wochenmarkt, wo man wirklich alles bekommt, was man sich nur vorstellen kann. Und da sind wir drauf gekommen, was es denn heute geben soll, was Knut euch vorkocht. Couscous. Das ist doch alles Grütze. Nein, ist es nicht. Bulgur ist Grütze. Bulgur ist eine Grütze. Es ist in der Regel ein Hartweizenkorn, was gedämpft wird. Und danach wird das so zerkleinert, wie man es haben möchte. Bulgur ist eher so im Orient auf der Speisekarte. Und in der Türkei sehr, sehr beliebt. Was man bei Bulgur wissen muss, das muss so ein klein bisschen vor sich hin köcheln. Das muss so ein bisschen gar ziehen. Wer es bequemer haben will, und das ist ja gerade das Tolle in der Campingküche, der nimmt Couscous. Couscous arbeitet mit der Zeit. Was macht ihr? Ihr kocht Wasser auf, habe ich hier gemacht, gebt das über das Couscous rüber und lasst das einfach 5 Minuten quellen. Und fertig ist euer Couscous. Was man dann für gewöhnlich noch macht, ist ein bisschen Butter oder ein bisschen Öl drüber geben. Das steigert dann nochmal den Geschmack. Ist eine ganz prima Sache. So, und was ist jetzt Couscous eigentlich? Couscous ist im Prinzip ein Grieß. Das heißt, es wird auch ein Hartweizenkorn vorgekocht und anschließend wird das dann so lange zerrieben, bis Kügelchen in der Größe entstanden sind, die man gerne haben möchte. Und deswegen gibt es Couscous zum Beispiel auch in verschiedenen Mahlgraden. Guckt mal hier, so toll sieht das aus. Und das war nun total leicht. Und vor allem, ihr habt die Herdplatte sofort wieder frei für andere Sachen. Wie zum Beispiel ein schönes Gemüseragout, was es dazu gibt. Das ist so die Art, wie sie dann in den Maghreb-Staaten gerne zubereitet wird. Guten Tag, wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen schneller auf diesem Platz fahren. Es gibt viele Couscous-Gerichte, man kann da Salate draus machen, alles mögliche. Aber wir mögen es am liebsten so, wie es in den Maghreb-Staaten gemacht wird. Nämlich, ihr nehmt ein Gemüse. In diesem Fall habe ich Paprika, ich habe Tomate, Karotte oder Möhre, Zucchini und Zwiebel. Und dann macht ihr daraus im Prinzip sowas wie ein Ratatouille, aber mit viel Flüssigkeit, weil diese Soße wollt ihr noch extra haben. Das werde ich dann gleich nochmal zeigen, wenn ich das Ganze angebraten habe und das fertig ist. Ja? Okay, es geht los, wir schnibbeln, wir braten und dann geht's gleich mit dem Anrichten schon los. So schnell kann man geil kochen. Es riecht fantastisch und was ihr seht, ich habe die Pfanne gegen einen Topf ausgetauscht. Warum? Wir haben nicht endlos Energie im Wohnmobil und so eine Pfanne, die würde so viel von der Flüssigkeit verdampfen lassen, dass wir das A überall im Wohnmobil geruchsmäßig haben und B einfach zu viel Energie verschwenden. Deswegen habe ich jetzt einen kleineren Topf genommen. Als erstes habe ich Zwiebeln angedünstet, ein bisschen Olivenöl, dann kamen Gewürze dazu. Wir nehmen, damit wir diesen marokkanischen Touch reinbekommen, Kreuzkümmel, eine Prise Zimt, etwas Koriander, Cayenne und ein bisschen Muskatnuss. Aber es gibt viele verschiedene Würzmischungen. Manche nehmen auch Rasel Hanout. Das ist eine Gewürzmischung, boah, da ist unheimlich viel drin. Angeblich war da früher die spanische Fliege, also ein potenzsteigerndes Mittel drin. Brauchen wir nicht. Und gibt es auch jetzt nicht mehr. Aber müsst ihr mal nachlesen. Soll wirklich so gewesen sein. Ja, und dann gibt es noch so eine Gewürzpaste. Harissa. Die kommt aber separat nachher auf den Teller. Aber da ist richtig Karamell drin. Ne? Das sind Chilischoten und das ist Knoblauch, ein bisschen Essig. Ganz toll. Apropos Essig. Ich finde, in dieses Gericht gehört auch ein bisschen Säure. Deswegen kommt da ein klein bisschen Zitronensaft rein. Und jetzt, wo fast alles durch ist, also die Möhren haben am längsten gebraucht, kommt da noch meine Zucchini rein. Und das lassen wir jetzt noch so ein bisschen vor sich hin brodeln, bis das richtig schön weich ist. Und dann richten wir an. Das ist eine tolle vegetarische oder auch sogar vegane Speise. Aber wir möchten noch so ein kleines Stückchen Fleisch dazu haben. Deswegen habe ich hier solche Hühnchenspieße gemacht. Da habe ich die gleiche Gewürzmischung sozusagen genommen wie für die Beilage.
Noch ein kleiner Tipp, so eine Gewürzmischung kann man sich ja auch schon zu Hause machen. Mischt einfach alles zusammen in einen kleinen Streuer rein und habt ihr das dabei, dann braucht ihr nicht tausende von diesen kleinen Gläschen dabei haben. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Herrlich, das hat super geklappt. Wir wollen jetzt anrichten. So, ich will euch mal zeigen, wie man es machen könnte. Also wir haben hier so eine kleine Springform dabei. Man könnte aber auch mal eine Thunfischdose nehmen, wo man Boden und Deckel rausschneidet. Und eine Art, wie man das nur anrichten kann, ist, dass man jetzt hier den Couscous reingibt. Ich denke, so 4 Esslöffel, das ist erstmal eine schöne Portion für Erwachsene. So. So, und ich finde, das sieht schon mal ganz schön nett aus. Jetzt nehme ich mein Gemüse. Und worauf ich jetzt ein bisschen achten würde, dass man nicht zu viel Soße mitkriegt, sondern dass das Gemüse im Prinzip ein bisschen einzeln angerichtet wird. Ihr seht schon diese schönen Farben von der Paprika, von der Zucchini. Und was ihr hier seht, da, das ist übrigens eine Rosine, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, das ist auch eine super Geschichte. Getrocknete Aprikosen oder Rosinen oder Datteln kleingeschnitten in das Essen zum Kochen mit reinmachen, das ist wunderbar. So, was ich jetzt mache, das könnt ihr gerade im Bild nicht sehen, ich fülle so ein bisschen Soße mal in so ein kleines Gläschen ab. Dann kann sich jeder das sozusagen selber zurechtmischen, wie er möchte. Und jetzt kommt dann noch so ein klein bisschen geschnittene Frühlingszwiebel, das Grüne, mit dazu. So. Das hat immer ein bisschen was, wenn das Auge so ein bisschen was zum, ja, das Auge mitessen kann. Legen wir immer viel Wert drauf. So, und jetzt nehmen wir nochmal so einen leckeren Spieß, legen den hier an die Seite. Und übrigens, was auch sehr, sehr gut schmecken würde, ist auch gebratener Ziegenkäse oder Schafkäse. Und, habe ich erwähnt, darf nicht fehlen, ein bisschen von der scharfen Harissa. Nur will aber nicht. Jetzt. So, und ich denke, das hier ist ein schön angerichteter Teller. Freunde, bevor wir das jetzt sauer machen, zeige ich euch aber nochmal, wie man aus Couscous auch einen Nachtisch machen kann. Couscous eignet sich genauso wie ein Weichweizengrieß. Daraus macht man ja Grießpudding. Bleib bei mir, du musst gleich essen. Du musst gleich essen. Auch für eine Süßspeise. Und zwar habe ich ganz einfach nicht Wasser genommen, sondern ein bisschen Zucker mit Milch aufgekocht, Couscous dort hineingegeben, quellen lassen und dann schichtweise angerichtet. Also wir haben hier Couscous und dann habe ich hier ein bisschen Quark mit ein bisschen Erdbeerkonfitüre, wieder ein bisschen Couscous, wieder ein bisschen Quark und obendrauf ein bisschen Pfirsich. Und das bekommst du. Danke, ich habe mir schon einen Löffel geklaut. Wunderbar. Und während ich jetzt diesen tollen Nachtisch esse, könnt ihr doch eigentlich mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das letzte Mal Couscous gegessen oder gekocht habt. Wir sind echt gespannt auf eure Ideen und eure Rezeptideen, die ihr so habt für Couscous, oder? Genau. Und jetzt hoffen wir, dass irgendeiner von den ganzen Leuten vorbeikommt und die Kirche hier aufräumt. Genau. Also, ihr habt gesehen, schnelles Gericht. Ich wünsche euch was. Oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.